Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Das hat das Universum ja mal schön verkackt. Also im Sinne von vielen Dank auch, liebes Sonnensystem. Ist denn ein Heimatplanet zu viel verlangt, auf dem es nicht das halbe Jahr erst kurz vor Mittagessen hell wird und wo die Nacht dann schon direkt nach dem Nachtisch dem Becher Danny plus Sahne anfängt? Die einzigen, die jetzt jubeln, wenn die Natur auf Rabe Schwarz umschaltet, das sind Glühbirnenhersteller und Eulen. Bei mir kommt da wirklich nur sehr dezenter Jubel auf. Freunde der Nacht, bin ich Sternzeichen Maulwurf oder was? Mein welker Körper braucht in meinem Alter Tageslicht, damit er Vitamin D produzieren kann. Das habe ich so gelesen in der letzten Apotheke-Rundschau. Ja, die hole ich mir inzwischen in meinem Alter. Diese Zumutung namens Finsternis, das macht doch eigentlich nur an Heiligabend Sinn, damit der Weihnachtsbaum schön brennt. Ne? Nacht sollte doch die Abkürzung sein für nach acht. Ne? Nacht nach acht. Also, ich bin für einen Volksentscheid, früh hell und ganz spät dunkel. Hör mir auf mit diesem Dauerduster. Also, ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Guten Morgen Hessen mit FFH-Mittwochsmotzer Johannes Scherer bei Hitradio FFH.